Ja, liebe Freundinnen und Freunde unserer Veranstaltungsreihe Demokratie in Gefahr. Ich darf Sie alle hier im Saal der Stiftung Demokratie Saarland ganz herzlich begrüßen. Ein ganz besonderes herzliches Willkommen an Mo Asumang einmal mehr in Saarbrücken und ich kann auch berichten, dass uns beide eine sehr erfreuliche Zusammenarbeit verbindet, dass wir schon vielfach auf Ihre Filme vor allen Dingen geschaut haben, das ein oder andere Mal auch Diskussionen mit Schulklassen mit diesen Filmen gehabt haben. Das waren immer sehr gute Stunden, sage ich mal, für politische Bildung im Saarland gewesen, aber dazu später mehr. Und ich darf natürlich auch ganz herzlich Dörte Grabert von der Arbeitskammer, Pressesprecherin, hier heute willkommen heißen. Ja, Demokratie in Gefahr ist eine Reihe, die sich die Stiftung Demokratie Saarland, die Arbeitskammer des Saarlandes und das Kulturforum der Sozialdemokratie auf ihre Fahnen geschrieben haben. Und wir sind an dieser Stelle schon 5 Jahre unterwegs mit dieser Marke, sage ich mal. Und anfangs, im ersten Jahr, haben wir noch ganz zurückhaltend ein Fragezeichen gesetzt, weil wir so ganz noch nicht um die Auswirkungen gewusst haben. Aber ich würde sagen, im zweiten Jahr war dieses Fragezeichen dann irgendwann schon weg und im dritten Jahr hatten wir dann ein deutliches Ausrufungszeichen gesetzt, weil wir erkannt haben, dass die Situation für unsere Demokratie immer kritischer geworden ist. Und in der Tat, wenn wir in diesen Corona-Zeiten auf die Straßen beispielsweise gucken, erleben wir dort ungewöhnliche Allianzen. Da kommen Impfgegner mit sehr unterschiedlichen Motiven zusammen und treffen sich mit Rechtspopulisten, sie treffen sich mit Anthroposophen. Unter ihnen sind dann Reichsbürger zu finden, gewaltbereite Hooligans bisweilen, Rechtsextremisten und Identitäre. Das ist also eine Melange, die uns mit Sicherheit beeindruckt. Daneben dann Eltern mit kleineren und größeren Kindern und zwischendrin dann häufig auch eindeutige politische Botschaften. Menschen, die sich Judensterne anheften mit Inschriften wie ungeimpft oder SUV-Fahrer, all das findet sich. Die ungeimpft auf dem Judenstern haben, setzen sich mit den Opfern des Dritten Reiches gleich. Das ist, denke ich, eine Verharmlosung des Holocaust, die wir nicht hinnehmen dürfen. Aber vielleicht nachher in der Diskussion auch dazu ein bisschen mehr. Wir hatten eine Situation direkt nach dem vom Kriegstreiber Putin ausgelösten brandaktuellen Ereignissen im Krieg um die Ukraine, der uns ja mit seiner spürbaren Energiekrise, mit Auswirkungen wie Preissteigerungen, all das, was im Moment diskutierend wird, das Gefühl gegeben hat, dass das AfD-Thema etwas in den Hintergrund geraten ist und nicht mehr so im Fokus steht. Doch nicht zuletzt durch die Landtagswahl in Niedersachsen, als dort eine im Grunde heillos zerstrittene AfD-Landespartei ihr Stimmenverhältnis trotz dieser Performance geradezu verdoppeln konnte, zeigte sich ihr wahres Potenzial in der Wählerschaft. Deren fundamentale Kritik an der Regierung und an unserem demokratischen Wertesystem beeindruckt auch hier die Stimmabgabe, bei dem der ein oder andere Unzufriedene bis hin zum früheren Nichtwähler auf einmal sein Kreuzchen bei der AfD gemacht hat. Und an dieser Stelle ist uns allen, glaube ich, wieder klar geworden, das konnte man auch in den politischen Runden am Wahlsonntag sehr gut nachvollziehen, dass wir mit dem AfD-Thema längst nicht durch sind, sondern im Grunde befürchten müssen, dass sich dieses Thema auch noch mehr
auf der Straße buchstäblich zeigt. Und es kann im Grunde für uns auch nur in der Forderung stehen, dass unser Staat an dieser Stelle auch seine Hausaufgaben tatsächlich machen muss. Beispielsweise die Frage nach der Verfassungsfeindlichkeit der AfD nicht nur theoretisch klären. Reicht es, sich damit zufrieden zu geben, dass die AfD ihren als rechtsextrem eingestuften Flügel formal auflöst und die entsprechenden Parteivertreter, Parteivertreterinnen wieder verfassungs- oder weiter verfassungsfeindlich agieren? Und nächste Frage, können wir es zulassen, dass die AfD seit ihrem Wiedereinzug bei den letzten Bundestagswahlen darauf drängt, ihre von Erika Steinbach geleitete Desiderius-Erasmus-Stiftung den politischen Stiftungen wie Friedrich Ebert oder Konrad Adenauer gleichzustellen und Fördermittel für Stipendiaten und politische Bildung zu erhalten? Benannt ausgerechnet, das muss man sich buchstäblich auf der Zunge zergehen lassen, nach dem europaweiten gediegenen Erasmus-Weiterbildungsprogramm, nicht nur für Studierende. Es verschlägt einem die Sprache, wenn ausgerechnet die AfD vorgibt, mit dem Geld Demokratieförderung zu betreiben. Freilich, was fehlt an dieser Stelle, ist die gesetzliche Grundierung für jegliche Finanzierung der politischen Bildungsarbeit aller Parteien. Und das könnte uns demnächst auch bitter aufstoßen. Bislang war es auch kein Problem, diese Summen bei den Haushaltsberatungen Jahr und Jahr einzustellen. Es gab den demokratischen Konsens, dass das, was Friedrich Ebert oder die Konrad-Adenauer-Stiftung gemacht hat, politisch buchstäblich korrekt und auch gewollt gewesen ist. Doch jetzt bräuchte es in dieser Situation mit der AfD ante portas eine gesetzliche Regelung, dass nur Parteien diese Förderung bekommen, die auf dem Boden der demokratischen Grundordnung stehen. So wie wir letztendlich durch die Betrachtung von rechtsextremen Parteien durch den Verfassungsschutz auch diese Maßnahme rechtfertigen. So müssten wir auch unsere Hausaufgaben mit Blick auf die Förderung der Parteien, mit Blick auf die politische Bildung und auf Unterstützung von Stipendiaten dringend erledigen. Ansonsten darf sich die AfD und auch das muss man sich wirklich bildlich vorstellen, demnächst über bis zu 70 Millionen Euro aus dem Staatshaushalt freuen. Und diese Konsequenz wäre aus meiner Sicht wirklich fatal und hätte weitreichendste Folgen. Wir dürfen im Kampf gegen rechts also nicht nachlassen. Gut, dass wir Menschen wie Mo Asumang an unserer Seite wissen. Die engagierte Streiterin gegen alle Formen von Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit hat sich in den vergangenen Jahren besonders mit ihren Filmen einen Namen gemacht. Sie tritt dem politisch Andersdenkenden mit rechter Gesinnung, mit offenem Visier entgegen und möchte gern hinter die Fassade blicken. Mit sehr einfachen und doch bohrenden Fragen bringt sie ihr Gegenüber in Erklärungsnöte und reißt ihm buchstäblich die Maske vom Gesicht. Das ist buchstäblich großes Kino und zeigt uns die Gefahren auf, die von solchen Menschen für unsere Demokratie ausgehen. Wir wollen heute mehr über Mo Asumang und die von ihr gemachten Erfahrungen im Kampf gegen rechts in ihrer Filmarbeit erfahren und haben die Pressesprecherin der Arbeitskammer, Dörte Grabert, mit der Moderation des Abends beauftragt. Dörte Grabert hat bereits einige unserer einschlägigen Gesprächsabende geleitet und wird sie natürlich auch als Publikum, wie die Besucher im Netz, wir übertragen die Veranstaltung heute auch auf YouTube live, in unsere Diskussion einbeziehen. Und ich denke, meinerseits
mag das jetzt als kleine Einführung in diesen Abend genügen. Ich freue mich auf das, was uns Mo Asumank mitgebracht hat und uns erzählt, und wünsche uns allen einen spannenden Abend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt testen wir kurz unsere Mikros. Funktioniert alles? Gut, okay. Das muss unten. Leuchtet. Ah, jetzt. Jetzt. Genau, vielleicht kurz im Ablauf. Wir würden das Gespräch beginnen und einfach ein bisschen austauschen. Ich würde Sie dann auch, also wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach, dann sehe ich das schon, kann das gleich mit einarbeiten. Aber ich fange erst mal als Eisbrecher ein bisschen an. Wir fangen uns an zu unterhalten. Ja, liebe Mo Asumank, in deinen Filmen beschäftigst du dich viel mit der Frage, warum, was macht jemand zum Rassisten? Was treibt jemand an? Welche Motivation hat er? Vielleicht würden wir mit der Frage einfach anfangen. Was macht denn einen rassistischen Menschen aus? Also ich möchte jetzt erstmal ganz herzlichen Dank an Burkhard Jelonek sagen. Entschuldigung. Das muss ich jetzt einfach nochmal loswerden für die tollen Worte und sein großartiges Engagement in, weiß nicht wie viel Jahrzehnten, für die Demokratie. Ganz herzlichen Dank, Burkhard. Ja, also es gibt natürlich nicht den Nazi, obwohl wir das immer sagen, die Nazis oder der Nazi, die sind halt genauso bunt und vielfältig wie die Gesellschaft auch. Also ich habe ja mit ganz unterschiedlichen Rassisten und Neonazis gesprochen, und da waren eben welche dabei, die haben einfach nur ihr Kreuzchen gemacht, vielleicht an der falschen Stelle, aber auch Leute, die auf Kommando loslaufen und ja, vielleicht ein, irgendwas anzünden, das weiß man nicht, oder Menschen schlagen. Und es gibt die Leute, die halt einfach nur aus dem Fenster schauen, wenn gerade wieder marschiert wird, und es wird marschiert von rechts permanent, jede Woche, also immer noch in Deutschland, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da gibt es dann einfach Leute, die schauen raus, die sind sehr unempathisch, ja. Und dann war ich natürlich auch bei den deutschen Burschenschaften. Da sind etwa 35% aller deutschen Burschenschaften sind rechtsextrem. Und wir wissen natürlich, wo die am Ende landen. Das sind Menschen, die gehen dann in die Politik, die gehen in die Wirtschaft, die haben einfach die Fäden in der Hand. Und die können natürlich wahnsinnig was bewegen. Und da kann man jetzt nicht sagen, was macht den Rassisten zum Rassisten, weil es einfach ganz unterschiedliche Wege gibt. Aber was ich oft empfunden habe, ist eine Empathielosigkeit, ja, von Menschen. Da muss ich auch oft einfach an die Zeit der Nationalsozialisten denken, wo Menschen unempathisch waren, also geradezu brutal unempathisch, wenn sie einfach so in die Wohnung des Nachbarn eingezogen sind und gar nicht hinterfragt haben, wer da jetzt eigentlich früher gewohnt hat. Ja, die Wohnung ist halt größer, da ziehe ich jetzt mal ein. Und das ist einfach, ja, eine Gefühlskälte, die einem da entgegenschlägt. Das habe ich auch bei Rassisten und Neonazis in Deutschland und auch in Amerika erlebt. Sehr, sehr viel sogar. Du, dann eine deiner Motivationen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, war auch eine eigene Erfahrung, gerade beim Film Die Aria, durch eine Morddrohung, die du erhalten hast von einer Band, The White Aryan Rebels. Meine Frage, was wurdest du wahrscheinlich schon oft gefragt, aber es kommt automatisch, wenn man die Filme sieht, was treibt dich da an, warum machst du das? Oder wie Esther Bicherano dich in der einen Szene so schön gefragt hat, was willst du damit eigentlich erreichen? Also was... Vielleicht kann ich tatsächlich noch etwas addieren zu der ersten Frage. Da sind wir gefragt, was macht einen Rassisten zum Rassisten? Und ich glaube, dass es auch mit uns zu tun hat, dass wir den Dialog nicht können. Die andere Seite kann es sowieso nicht. Aber wir können es eben auch nicht. Und auch genau das treibt mich auch an, eben diesen Dialog einfach mal zu probieren. Ist ja oft auch einfach so ein Selbstversuch gewesen. Schaffe ich das überhaupt, jetzt vor so einem Neonazi zu stehen und der sagt mir, geh zurück nach Afrika, falle ich da jetzt einfach nach hinten um? Oder was passiert da auch in
in mir, ja, was passiert mit meiner Seele, mit meinem Herz, wie bin ich verwundet und wie kann ich mich dann in dieser Situation da wieder rauswursteln? Also das ist gar nicht mal so leicht. Ja. Ja, das glaube ich, dass das nicht so leicht ist. Man hat sicherlich, es geht ja auch viel um Angst, auch bei einem selber. Hilft das, Angst zu überwinden, in Dialog zu treten mit Rechten? Naja, also erstmal, also wenn ich jetzt meine persönliche Geschichte erzähle, ist erstmal ein Riesenberg von Angst da gewesen. Also wenn Leute sagen, ach naja, du gehst ja da so ganz locker flockig mal zum Ku Klux Klan mitten in der Nacht und so. Das sieht jetzt da erstmal vielleicht locker flockig aus. Über die Szene können wir gleich noch sprechen, war es auch so nicht hundertprozentig, ne? Aber ich habe ja natürlich eine riesig lange Vorgeschichte. Also die Vorgeschichte fängt ja tatsächlich an mit, also als ich mich auf dem Weg begeben habe, um jetzt zu sagen, jetzt gehe ich in den Dialog, wurde ich angeschoben durch eine Morddrohung. Die Morddrohung hat mich erstmal total in die Angst hineingeschoben. Und da, ja, habe ich eigentlich, ja, mehr oder weniger kein Zuhause mehr gehabt. Wenn ich jetzt hier so das Fenster sehe, denke ich mir, hier hätte ich mich früher nie hingesetzt, ja. Vor allen Dingen nicht da am Rand, ja. Denn dieses Lied, was die gesungen haben, die Kugel ist für dich, Mo Asumang, da habe ich permanent an eine Kugel gedacht, die ja natürlich durch Glas durchgehen kann. Also ich war extrem eingeschränkt in meinem Leben. Ich habe ja Autofahren auch als, ja, was ganz Furchtbares empfunden, weil natürlich überall Glasscheiben sind, ja. Der Lieblingsplatz in der Küche, ne, wo man sehr gerne mal seinen Kaffee trinkt, der war jetzt auch dann plötzlich weg. Und dann ist das halt kein Leben mehr. Und dann dachte ich mir, ja, ich kann jetzt natürlich auch so weitermachen. Und dann habe ich mich aber einfach nur noch gegruselt. Wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich echt immer hinter der Tür geschaut, steht da ein Nazi. Ja, ich habe auch unterm Bett geschaut, liegt da ein Nazi. Also ich habe sie überall gewittert und ich wusste, es ist ja Hetzmusik, die ja in diesen rechten Kreisen quasi einfach so von einer Hand zur anderen geht. Und obwohl es verboten ist, auf dem Index und so, das ist, interessiert die Jungs ja überhaupt gar nicht. Und auch Frauen, es sind ja auch Frauen dabei. Aber ja, die Gefahr ist dann einfach sehr, sehr groß. Und was macht man, wenn man Angst hat? Man muss sie überwinden. Ja, also man muss sie überwinden, weil ansonsten kommt man einfach nicht ans Ziel und wird auch nicht mehr glücklich. Und ich habe einfach gedacht, ja, wie mache ich das? Ich hatte ja gar keine Vorbilder. Es gibt ja keine Vorbilder. Auch jetzt, finde ich, ist es extrem schwierig zu sagen, dass es irgendwo jetzt, sagen wir mal, im Netz Vorbilder gibt. Was macht man denn jetzt? Wie redet man denn jetzt mit Menschen, die eine andere Meinung haben? Also für alles Mögliche kann ich jetzt ins Internet gehen und dann sage ich mir, okay, ich google das mal und dann finde ich eine Antwort, ich finde ein Tutorial, ich finde einen Artikel, aber zum Thema Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, was weiß ich, Frauenfeindlichkeit, gehört ja alles zusammen. Da haben wir uns mehr oder weniger darauf geeinigt, nicht mit den Leuten zu sprechen und das war halt keine Lösung für mich. Nicht mit den Leuten zu sprechen, obwohl ich selber so extrem betroffen bin, in meinem Leben, in meinem Alltag, hat mich fertig gemacht. Ja, und es musste irgendwie eine Lösung her. Und ich sag immer, ich habe dann geschaut, wie löst man denn ein Problem in der Familie? In der Familie, was macht man da? Ne, also geht man dann in den Dialog oder geht man nicht in den Dialog, wenn jemand irgendwas Doofes sagt, ja? Denke, wenn man nicht in den Dialog geht, dann ist es irgendwann vorbei. Ja, also Mama und Papa müssen reden können. Die müssen Dialog können. Wenn sie es nicht können, funktioniert es halt nicht. Und ja, meine Devise war, ich sag jetzt einfach mal, das ist hier die Wohngemeinschaft Deutschland, ja, da bin ich ein Teil, eine Schwester, ja, mit einer dunklen Hautfarbe, egal. Da gibt's aber dann auch andere, die ja vielleicht nicht meine Meinung haben. Und dann denke ich mir, okay, versuch mal so in dieser Großfamilie, in dieser Wohngemeinschaft jetzt einfach trotzdem mal diese Kommunikation.
Und das war wirklich ein ganz wichtiger Schritt, einfach von der Angst auch tatsächlich wegzukommen. Und das kommen ja auch also in deren Filmen erstaunliche Begegnungen bei raus. Jetzt mal außerhalb von Deutschland beeindruckend fand ich mit dem Obernazi in den USA mit dem Bäume umarmen. Also, wir können uns auch mal so eine Szene anschauen, dass man das einfach jetzt noch mal so ein bisschen vor Augen hat. Vielleicht machen wir das mal. Ne? Genau. Burkhard hat das hier im Blick. Da war ich jetzt in Wismar auf einer großen Nazi-Demo. Können wir das sehen? Oder sollen wir noch Licht ausmachen? Sollen wir Licht ausmachen? Danke. Genau, also da waren also Hunderte. Wismar. Und das waren schon richtig heftige Jungs. Sieht man auch gleich. Entschuldigung, für was demonstrieren Sie heute? Ein bisschen lauter. Entschuldigung, für was demonstrieren Sie heute? Kein Kommentar, ich denke, Sie gehen besser. Warum machen Sie das jetzt hier? Warum gehen Sie auf die Straße? Geht den Scheißdreck an. So, können Sie mal ein bisschen weggehen hier? Wie heißen Sie denn? Zurück nach Afrika. Warum soll ich denn nach Afrika gehen? Ich bin ja hier geboren. Was wollen Sie damit bewirken? Für die Zukunft? Für Deutschland? Hm? Haben Sie eine Meinung, wie Sie Deutschland verändern können? Sprechen Sie mit mir? Ja. Ich hatte Ihnen bereits gesagt, dass ich mich mit Ihnen nicht unterhalten werde. Das reicht. Demonstration dazu. Nehmen Sie teil an dieser Demonstration? Sieht so aus, ne? Also wohin wollen Sie denn jetzt im Leben? Warum auf meinem Leben? Hm? Ich meine, das ist jetzt kein Scherz. Haben Sie sich das ehrlich schon mal überlegt? Sie verschwinden jetzt aus unserer Demonstration. Verstanden? Warum denn? Wir wollen Sie hier nicht haben. So, Frau Asemang, das war's. Nee, bitte nicht anfassen. Ja. Ist schon heftig. Es gab noch davor auch Demonstrationen, auf denen ich mich getummelt habe, zum Beispiel auf dem Alexanderplatz. Da waren 3000 Neonazis, also hier war vielleicht ein Drittel davon, aber sehr gefährliche. Und auf dem Alexanderplatz hörte sie schon vom Weiten Krakeelen, also das war schon eine extrem gruselige Stimmung. Da war ich noch so ganz am Anfang. Hier habe ich quasi schon so ein bisschen was gewusst, ja. Und auf dem Alexanderplatz unter den 3000 Neonazis, da habe ich tatsächlich meinen Körper gar nicht mehr gefühlt. Da war mir total gruselig und mir war auch schlecht. Mein Körper hat gezittert. Das geht ja dann auch tatsächlich richtig in den Körper hinein. Es gibt viele Menschen mit Migrationsgeschichte, die allein bei dem Gedanken an Rassisten, an Menschenfeinde wie diese tatsächlich also so eingeschüchtert sind, da ist noch nichts passiert, nur der Gedanke, dass sie sich gar nicht fortbewegen können. Und wir wollen ja schließlich alle Menschen auch mitnehmen und mitnehmen, wirklich für diese Demokratie auch zu kämpfen. Und dann wäre es natürlich auch wichtig, Strukturen, Ideen zu entwickeln. Wie bekommt man denn Menschen mit Migrationsgeschichte weg von dieser schrecklichen Angst, die einem ja schon vorher überfällt? Also ich bin dann da so lang gelaufen und dann hat die Polizei mich so ganz komisch angeguckt und hat dann gesagt, so, gehst du nicht in die falsche Richtung? Ja, und dann bin ich aber trotzdem weiter und irgendwann habe ich aber gesagt, so, wenn jetzt hier was passiert, ich habe dann an die Polizeiwannen angeklopft, wenn jetzt hier was passiert, dann macht ihr mir doch auf, oder? Und die haben alle, die saßen da drin, so, gleich geht's los, ja, und die haben alle nur so geguckt und wussten gar nicht, was macht die da eigentlich. Ja. Bei der Szene gerade, die wir gezeigt haben, du sagst jetzt, du warst da schon ein bisschen Profi im Zugehen auf Neonazis. Ein bisschen, bisschen mehr schon. Weil ich finde es ganz erstaunlich, weil teilweise ist es ja fast, als würde es sich umkehren, als hätten Menschen Angst vor dir, dass du mit ihnen in Dialog trittst. Also kehren die deinen Rücken zu und trauen sich nicht mit dir zu reden. Also das ist bei mehreren Szenen, wo ich denke, eigentlich die größere Angst müsstest doch du haben. Aber die Reaktionen sind so abweisend.
Das ist auch eine Art von Angst. Ja, aber da gab es zum Beispiel eine Szene, an die kann ich mich sehr gut erinnern. Da war ich in Potsdam am Bahnhof und die Neonazis, die wollten da losmarschieren, aber man hat sie blockiert, die kamen keinen Zentimeter weg. Ja, also die standen da einfach, ja, was schon mal richtig klasse war. Und dann habe ich einen versucht anzusprechen und dann guckte der mich an und dann ging der zu seinem Kumpel und dann kam der plötzlich an, einfach nur mit seinem Körper, ohne was zu sagen, so eine Schulter, andere Schulter und hat mich einfach so weggedrückt und habe ich gesagt, ist das jetzt deine Sprache? Hat er nichts gesagt, einfach weggedrückt. Oder das war auch auf dem Alexanderplatz, wo plötzlich einfach mal 20 Neonazis ihre Rücken also ihren Körper drehen und ich sehe nur die Rücken. Und dann stehst du da und das tut natürlich total weh. Ne? Also das muss ich schon auch sagen. Also da ist abends nicht so ein nettes Gefühl, wenn man dann so nach Hause geht, aber ich habe dann schon irgendwann gemerkt, da geht ja auch was in dieser Diskussion. Und wenn du jetzt sagst, eigentlich kehrt sich das um, eigentlich haben die ja Angst, würde ich sagen, ja, es gibt Ängste auf jeden Fall, denn ich bin die Realität. Ich bin nicht irgendwie ein Gespräch irgendwo im Stammtisch, wo du über die anderen sprechen kannst. Ich bin die Realität. Und wenn diese Realität dann auch noch freundlich ist, dann haben sie ein Problem. Und das habe ich irgendwann festgestellt. Das war mir klar. Und dann habe ich einfach versucht, ja, das, was ich gerne mache, Leute zu befragen, ja, habe ich dann einfach da auch gemacht, ohne jetzt zu denken, ohne sie jetzt quasi zu bewerten. Das war am Anfang natürlich wahnsinnig schwer, ja, also ich habe da auch meine Fehler gemacht, ne. Jahrelang habe ich auch, also vor dieser Arbeit eigentlich, habe ich immer versucht zu debattieren, bis der Arzt kommt und meine Rhetorik versucht eben so zu stärken, dass ich einfach besser bin. Ja? Und dann habe ich auch gedacht, ja, besser? Das ist ja genau das, was ich von der anderen Seite denke. Also die sagen immer, sie sind besser als ich. Kann ich doch nicht dasselbe machen? Ja. Aber es kehrt sich tatsächlich um in dem Moment, wo du dann auch aktiv wirst. Und hier diese Szene, ach nee, das ist jetzt schon die andere, also in Wismar, da habe ich mit einem geflirtet, ja, also ich habe alles ausprobiert, ja, ich bin auch auf Nazi-Dating-Plattformen gegangen und habe dann mit jemandem versucht anzubändeln, um in Kontakt zu kommen, weil es ja gar nicht so einfach ist. Ja, und wie hieß die Odin-Kontaktanzeige von Patrioten für Patrioten? Und ich wurde dann, also meine Ideologietreue wurde ja mit Foto meiner Mutter und habe ich jetzt mal getrickst. Und der Name Moni in Berlin hat wunderbar funktioniert. Irgendwann habe ich da tatsächlich auch einen getroffen. Das wollte ich jetzt erzählen, genau. Ich habe mal da mit einem geflirtet, also das war eine andere Szene. Und als ich den nach einer halben Stunde dann so weit hatte, dass er einmal kurz gelächelt hat, ja, da kam jemand auf ihn zu und hat ihn zur Seite genommen. Die ist auch im Film, die Szene, gell? Die ist nicht im Film, die ist aber in meinem Kopf und die ist vor allen Dingen in meinem Buch, ja, ich habe ja das Buch geschrieben, Mo und die Arie, da ist natürlich noch viel mehr drin, aber dann habe ich gefragt, ja, warum nimmst du ihn jetzt da zur Seite, was ist los? Ja, wir dürfen nicht mit dir reden. Okay, dürfen nicht? Warum eigentlich nicht? Ja, okay, weil der eine oder andere vielleicht eine Menge Stuss erzählt, ja, das kann schon vorkommen, ja, aber wir dürfen nicht mit dir reden, das mal zu Ende gedacht. Auf dem Heimweg, im Auto, auf dem Rücksitz. Wir dürfen nicht mit dir reden. Was passiert? Wenn ich reden würde, ist es mega gefährlich, wenn ich rede oder wenn wir reden. Es kann ja den Menschen verändern. Das wissen die. Das kann ja sein, dass ich jetzt hier mit Atze da
vielleicht einfach mal einen Kaffee trinken gehe und er erzählt mir aus seinem Leben, ich erzähle wiederum aus meinem Leben und dann kriegt Atze einen Anruf und man sagt, ja, Atze, kommst du mal wieder zur Nazi-Demo? Und dann sagt er nein. Ja, das ist ein Atze von 150.000 Atzen da draußen. Ja? Und dann sagt er nein. Wenn wir jetzt viele Menschen hätten, die die Begegnung auch suchen, ja, hätten wir die Chance, sicherlich da einen Teil auf jeden Fall abzufangen. Mhm. Und natürlich ist meine Vision, dass irgendwann, ja, die da einfach die Anführer, die es ja wirklich bitter nötig haben, ja ganz alleine vor sich hinmarschieren, aber es ist halt keiner dahinter. Mhm. Im Übrigen habe ich auch gesehen, dass diese Demonstrationen ja oft bestückt sind von denselben. Also wirklich dieselben. Ne? Dann bist du in München auf einer Nazi-Demo und denkst du, hey, den habe ich doch in Wismar gesehen. Ja? Dann bist du in Dortmund und dann so, hey, warst du nicht in Kassel? Ja, und es ist also wirklich so ein Tourismus, ja, extrem, ja. Und im Endeffekt, so viele sind es dann doch gar nicht, die da tatsächlich die Masse machen, aber die, die halt ihr Kreuzchen machen, die Unempathischen, die, denen es völlig wurscht ist, was Politiker sagen, die sind natürlich auch super gefährlich. Mhm. Du sagst, setzt auf Dialoge, hast du ja erstaunliche Dialoge. Was waren so überraschende Momente in so Gesprächen mit dem Atze zum Beispiel, mit dem Lächeln? Oder gab es noch andere Momente? Ich denke so an den Frauenhasser zum Beispiel. Das ist da eine neue Reihe, wo es um alle möglichen Ismen geht, glaube ich, um alle möglichen. Ja, genau. Ich habe ja für Dreisat eine Doku-Reihe gemacht. Das sind dann kürzere Filme, die sind 35 Minuten. Und dann habe ich auch wieder mit Andersdenkenden gesprochen. Also mit Frauenhasser, auch mit Rassisten. Die kommt am 14. November raus. Mit gewaltbereiten Linken, auch interessant, ja. Mit Homophoben. Da denkt man auch, man fällt nach hinten über, wenn man da hört, was da aus den Mündern so rauskommt. Ja. Und mit Evangelikalen, also fundamentale Christen, also nicht zu verwechseln mit echten Christen, die also wirklich ganz schön krass drauf waren, ja. Und die Querdenker, in Anführungszeichen, die kommen auch noch, ja. Und die anderen sind in der Dreisat-Mediathek zu sehen. Aber gab es denn so überraschende Momente bei den Dialogen, wo du dich auch irgendwie, also na gut, ich fange mal andersrum an. Du hast vorhin gesagt, also es ist gar nicht so einfach, du hast am Anfang erst an deine Rhetorik gefeilt und hoffen, irgendwie besser argumentieren, jemand mit Argumenten schlagen zu können, hast du irgendwann festgestellt, im Moment mal, so funktioniert das nicht, weil dann bin ich irgendwie auch nicht besser, ne, indem ich das so mache. Ich hatte neulich ein Coaching auf der Arbeit und da ging es darum, wie man Konfliktgespräche führt. Und da meinte der Coach, man muss sich leer machen vor so einem Gespräch, ne, um irgendwie aufmerksam zu sein für was der andere, dafür, was der andere eigentlich denkt. Kann ich mir das so vorstellen in der Art, wenn du in Begegnungen gehst, wo du weißt, es wird schwierig für dich, dass du probierst, dich irgendwie leer zu machen? Leer machen, das habe ich jetzt noch nie gehört, weil ich habe so meine eigene Technik, ja. Aber leer würde ich sagen, nein. Also eigentlich im Gegenteil. Ich versuche eher, meine Neugierde anzutippen. Mhm. Ja, also ich gehe nicht in das Abwerten rein, ja, weil das könnte ich ja natürlich auch mit dem Finger drauf zeigen und abwerten. Aber wenn wir so in den Dialog gehen, dann ist es quasi so, bumm, und dann läuft der eine da lang und der andere da lang und damit war's das. Das machen wir hier jeden Tag, ne? Im Kleinen wie im Großen. Und das funktioniert irgendwie nicht. Aber in die Neugierde zu gehen, das funktioniert zumindest bei mir, ja. Aber vielleicht leer machen im Sinne von leer machen von Vorurteilen. Das kann natürlich sein, aber das brauche ich gar nicht, weil ich habe die eigentlich gar nicht. Manchmal habe ich auch Vorurteile, klar, in irgendwelchen Situationen, aber in der Regel habe ich keine. Ja, ich bin eher neugierig und was ich eher mache, ich tauche in den Wahnsinn ein. Also anstatt sich dagegen zu stellen, was wir ja oft machen, wir stellen uns dagegen mit aller Kraft, ja. Wir versuchen besser zu sein, wir argumentieren uns immer nur dagegen. Und es ist eine totale Anstrengung, sich wirklich dagegen zu stellen. Aber du kannst doch einfach so, einfach ausweichen. Ja.
Und das ist so mein inneres Tai Chi. Tai Chi gegen Hass, Tai Chi gegen Wut. Ja, also Tai Chi, der Speer, der soll dich aufspießen und du ziehst ihn einfach vorbei. Dann gehen viele von diesen Angriffen, die man da tagtäglich hört, ja, gehen einfach so ins Leere. Und das macht natürlich was mit deinem Gegenüber. Wenn du permanent schießt, aber du triffst einfach nicht, dein Gegenüber ist immer noch freundlich, dann ist halt schwer für die andere Seite. Ja. Gibt es schon Fragen aus dem Publikum? Für euch? Oh, dachte ich mir doch. Ich hätte noch ein paar, aber dann fangen wir einfach mal an. Burkhard? Im Internet hört man sie dann nicht mehr, deswegen kommen wir lieber mit dem Mikro sonst. Ja, wir hatten ja jetzt vorhin das Thema, wie bekomme ich Zugang zu diesen Kreisen, zu diesen Menschen. Und jetzt eingangs war halt diese Szene dargestellt, dass sie auch in eine größere Menge sich begeben, versuchen mit den Leuten Kontakt zu kriegen. Dann habe ich mich mal versucht, in die andere Seite zu setzen, was das bei denen bewirkt. Weil das ist ja meines Erachtens eine Gruppe, die ihr festes Meinungsbild haben. Wenn jetzt in so einer großen Gruppe einer mit ihnen Kontakt aufnehmen würde, der würde sich ja im Prinzip schon außerhalb der Gruppe stellen. Insoweit war für mich fraglich, wenn man wirklich mit den Leuten intensiver in Kontakt kommen soll. Ich meine, das ist ein Weg, auf alle Fälle mal die mit so einer Situation zu konfrontieren. Aber also im Film habe ich auch genau an der Stelle gesagt, nach dieser ersten Demo, also mit Nazis im Pulk zu sprechen, macht keinen Sinn. Nee, das war genau. So mein erstes Gefühl, das ist eigentlich aussichtslos. Ich meine, ist natürlich fürs Fernsehen einfach auch mal interessant, wie reagieren diese Menschen. Das ist in so einer Fernsehsendung sicherlich auch für die Zuschauer mal interessant, aber mit dem Ziel, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, denke ich, ist das kein Weg, der wirklich was bringen würde. Da müsste man wahrscheinlich versuchen, sich welche rauszupicken, wo man das Gefühl hat, da könnte man Zugang kommen, aber die Aussage. Aber nicht in diesen Situationen. Das bringt eigentlich nichts. Das ist so, ich habe ja versucht, also es ist ja so ein Selbstversuch gewesen. Ich habe alles versucht, aber das wäre jetzt nicht der richtige Weg. Nee, das war aber voraussehbar, dass das so abgeblockt wird. Das ist ja das, was man. Und für mich nicht. Ich bin da einfach sehr offen und ich denke gar nicht so. Gibt es also auch, dass es in größeren Gruppen Ihnen gelingt, mit den Leuten irgendwie Kontakt aufzunehmen? Ja? Also es gelingt mir tatsächlich manchmal, aber meistens kommen ja dann doch diejenigen, die vorgeschickt werden, die Funktionäre sind, die dann versuchen, ihre Message da rauszubringen und dann im Endeffekt sich freuen, ja prima, jetzt landen wir im ZDF oder so. Okay. Es gab noch eine Frage von. Aber die anderen, das sind die interessanten. Ja, das wäre gerade so eine meiner praktischen Fragen, wie das funktioniert hat mit den Aufnahmen, also den Bildrechten und so, dass die wissen ja, dass sie dann im Film sind und das war das eine. Bei dem anderen hatte ich die Assoziation, fand das auch mit dem Leermachen sehr interessant, aber auch sowas wie eine paradoxe Intervention, die sie ja da permanent machen, dass sie halt den Begriff aus der Kommunikation mit Watzlawick und Schulz von Thun. Die andere praktische Frage daraus, weil ich eine Zeit lang auch als Argumentationstrainerin gegen Stammtischparolen gearbeitet habe und das wollte ich schon eine Lanze brechen, dass das ein wichtiges Instrument ist, ob man da aus Ihren Erfahrungen, die ja nicht auf dieser eher Soft-Ebene diskutieren, sondern wirklich Hardcore, sagen wir mal, ob man da eine neue neuen Aspekt noch reinbringen könnte, weil ich finde das enorm faszinierend, psychologisch, politisch sowieso, wie sie das angehen. Also ja, ich bin total fasziniert. Ja, also ich baue da keine Mauern auf, sondern ich stemme mich nicht dagegen. Das ist also auf jeden Fall schon mal ein Weg. Ich tauche tatsächlich in den Wahnsinn ein. Und die Menschen haben ja natürlich ihre festen Ideen, ja, und wenn ich da sofort dagegen gehe,
dann ist dann das Gespräch auch relativ schnell zu Ende. Das heißt also, die erste Begegnung, die ist extrem wichtig. In der ersten Begegnung habe ich erstmal die Chance, da was aufzumachen. Und da muss ich so stark sein und quasi erstmal laufen lassen. Das ist so meine Art, ja. Gar nicht Dinge zu lernen, mir was anzutrainieren, enorm viel Informationen zu haben über alle möglichen Themen, weil diese Isms begegnen einem ja überall. Da wäre ich ja die ganze Zeit nur dabei, irgendwie reinzuschaufeln. Also Informationen reinzuschaufeln, die ich dann da ablade, ja, oder rauspfeffer. Ich muss gar nichts wissen. Ich muss eigentlich nur wissen, wer bin ich? So mache ich das, ja, und was sind meine Werte? Und dann lebe ich meine Werte. Wenn meine Werte Offenheit sind, dann lebe ich Offenheit. Und wenn meine Werte Nächstenliebe sind, dann lebe ich Nächstenliebe. Und tatsächlich da erstmal in diesen Wahnsinn einzutauchen, das traut sich halt auch nicht jeder. Weil manche denken dann vielleicht auch so, vielleicht, oh, da hat mich jetzt einer gesehen, ich rede jetzt hier mit einem Nazi, ne? So, das kann mir ja nicht passieren, ja. Ich rede jetzt mit einem Nazi, aber keiner würde denken, ich wäre eine, ja. Und von daher kann ich da also ganz easy mein Zeug machen. Ich denke, viele andere Leute würden das vielleicht auch machen, aber dann ist immer dieser Gedanke, jetzt mögen die anderen jetzt vielleicht denken, dass ich den gut finde, weil ich höre dazu. Und das sollte einem aber dann in dem Moment völlig wurscht sein. Und wenn man dann eintaucht, dann hat man erstmal so das Eis gebrochen. Und es ist auch richtig, weil ich denke, Interesse an einer Person, das ist erstmal wichtig, ja? Also warum sollte ich gleich was dagegen stellen? Warum kann ich nicht erstmal offen sein? Und so habe ich das eigentlich dann meistens gemacht, ja. Aber sie hatten noch eine andere Frage. Wie war? Mit den Filmrechten. Ja, naja, die denken natürlich, da kommt jetzt eine Schwarze, ja. Ich bin Rassist, da kommt eine Schwarze, die mache ich jetzt schachmatt. Ja, weil das kennen sie ja. Sie wissen ja, wie das ist, wenn man ankommt und dann brauchen sie nur ihre Wut- und Hassschleife loszutreten und dann kriegt man hochroten Kopf oder ich vielleicht weniger, ja, aber dann ist es halt schon so vom Gefühl her, das funktioniert dann irgendwie nicht. Aber ich glaube, es wäre in der Zeit ganz gut, mal diese Szene zu sehen, weil wir in dieser Szene, nämlich mit dem Tom Metzger in Amerika, einer der wirklich krassesten Rassisten, da sehen wir nämlich, dass ich ruhig bleibe. Und jetzt überlegen Sie mal, ob ich da meine Strategie angewendet habe oder was mache ich denn da eigentlich, ja? Ist das Licht vielleicht ein bisschen dimm? Genau, bis das Licht aus. This is the Insurgent Radio Network, and this is Terrible Tommy in a bunker here in North Central Indiana, right next to Terrible Tommy's Terrible Tavern and Steakhouse and Filling Station. Well, a lot of people asked me about the Aryan race. No one seems to really know where they came from. I said, Aryan is simply the cream of the crop of the white race. You can be white, but that doesn't mean you're an Aryan. Only the best of the race that serves the race, who are at the pinnacle of working, doing everything they can for the race, deserve the title of Aryan. So people come to me and say, I'm white, I'm an Aryan. No, you haven't done anything for the race. What are you doing for the race? You're not an Aryan. Go out there and do something, do work for the race and show me something, and then I'll give you the title of Aryan. I'd rather go back to paganism, heathenism. Our forefathers came roaring out of the Nordic countries as heathen tribes. Our religion should be us. You're a white man, you're a god in yourself. Stand up and fight for your race, and I'll be back with you tomorrow with more. And if I didn't offend you today, tune in tomorrow, and I'm sure I'll figure some way to offend you. That's what I do every day. Every day. On different subjects. If I said this in Germany, I'd get 10 years, I'll bet you. If I said what I said here, I'd get 10 years. Or 20.
Maybe 20, yeah. In England, same thing. I was going to go to England, and I put out the word just to see what would happen. And the newspapers in England said, all the ports are being watched because we hear Metzger's coming. So I couldn't get in. But you know what? I go to Japan, they treat me like a king in Japan. Well, I'll tell you what. Blacks, whites, yellows would all be better off if they listened to me than what they're going to go through now. I would be better off, yeah? Yes. Yeah? Yeah. You might be better off in another black country, but you would be better off. Because if race war breaks out, like in Germany or England, you know what's going to happen. But don't you believe? I mean, don't you believe in the human race? Man is an animal. Why don't anybody ever want to admit that? We're an animal. We can be ruthless and cruel, and we can be passionate and all that. But when it comes to food and living space and water, man becomes the brute. He will have the food, he will have the water, and he'll kill anything he has to do to get it. And there's going to be riots and civil wars all over the world because there's not enough food. For your Aryan revolution, would you fight? I mean, would you take... Of course I would fight. Yeah. I've been fighting. I fight all along. I fought the government. I fought the Jewish Defense League. I fought the communists all over California and street riots. And now I've evolved into their worst fears. A lone wolf insurgent that could become violent anytime I want to, but I'll choose the time and the place if I ever do. We're ruining the races. We're not improving the races, we're destroying the races. How does this work? Race mixing. You know, and how? Cohabitation, I mean, well, a black person and a white person having a child. Yeah, that's me. Hybrids do pretty well in the first generation, but from then on they don't. You know what a pure black person looks like. Yeah, but where's the white? A black person, a really black looking person. Don't you see the connection? I'll take you to the zoo and show you. Not to be cruel, but a pure black person in most cases looks very simian. People sort of deny that and say, oh no, that's not possible. Hell, I don't know how the black people evolved. But they sure look like they evolved from the simians more than the white people, that's for sure. So you have improved your race by what we call racial gene hijacking. See, I don't know whether your father or your mother was black, but anyhow, through gene hijacking, that's how you came about, to the detriment of the white person. The white race. Who was the hijacker then, my mother or my father? Well, which was black? Was your father black? Yeah. Well, he was a gene hijacker. He attempted to improve his race by stealing genes from our race. It's called gene hijacking. What's your religion? My race. If I have a religion, it's my race. That's all I can have. I mean, maybe I could have a religion of the trees here, too. Once in a while, I'll even hug a tree. You ever heard of a tree hugger? I heard of it. Yeah, I've done it. There's a good feeling when you hug a tree. Oh, let me try it. Yeah, try it. There's a one you can get your arms around right there, I think. Which one? Right there, straight ahead. Okay. Okay, put your arms around it. Hug it firmly for and about... Then, what do I do? What do I say? Don't say anything. You just... Keep your arms around it, hug it for about a minute, and see how you feel. So you have been doing that? Once in a while. Okay. Sort of makes you feel at one with nature. Like that? Very simple. And then I put my ear to the... That's fine. Close my eyes or open? It don't make any difference. It's not complicated.
I think trees act like antennas. This one speaks Spanish. Oh, well, Spanish is a white man's language. Trouble is, the ones that come up here can't speak Spanish. They speak guttural Spanish. It says it speaks all languages. Oh, okay, that's fine. Language is good. If that was planted in World War II, maybe the tree might not like a German hugging it. The tree says it doesn't want the separation. Yeah. Well, you notice every tree is separated. You don't see all the trees growing out of one stump. Hold on a second. It says the roots are connected. That's good. So they don't want separation. Well, they do separate, though. Look at them. Yeah, on the outside, but not inside. Well, the races, the roots of the races might have been pretty close together, too, but they changed. They divided. That's evolution. No. The roots are connected. Your roots and my roots. And the root of this tree. It's simply business, a racial business, you know. Okay, let's say bye-bye again here. Okay, all right. Bye. I'll hug you, okay? Oh, that is nice. That's interracial. I hope nobody sees a picture of that. I'll be through. Okay, bye. Ich liebe diese Szene. Ja, eine wirklich meine der beeindruckenden Szenen in dem Buch, in dem Film, Entschuldigung. Ja, ich tauche in den Wahnsinn mit ein. Genau. Also das ist erstmal so, wie man quasi anfängt. Im Prinzip, wenn man jetzt diesen Menschen, also nicht diesen Menschen, weil da ist er also Hopfen und Malz verloren, aber wenn man jetzt einen, was weiß ich, jungen Menschen, der abdriftet in Richtung rechts, als Nachbarn hat und bisher hat man immer mit dem Finger drauf gezeigt, könnte man sich ja auch überlegen, ob man mal mit ihm in seine Bilder reingeht und einfach dadurch den Dialog auch ein bisschen anschiebt. Ja, das kann funktionieren. Das kann funktionieren tatsächlich. Haben wir hier erlebt mit der Sagida. Der Anmelder wohnte bei mir im Haus von der Sagida damals. Wir haben uns dann auch mal mehrere Abende unterhalten. Und in der Tat ist erstaunlich, was dabei passiert. Er hat es dann auch gelassen mit der Sagida, aber er ist nicht linker geworden dadurch. Ne? Und nicht weniger rechts, aber immerhin hat er gemerkt, dass das eine ziemlich dumme Idee war. Ohne zu überzeugen. Man kommt halt auch auf die Spur, warum machst du das? Ne? Das ist deine Motivation. Aber bei der Szene frage ich mich immer, du musst dich ja unheimlich konzentriert haben. Ich meine, musst du das aushalten. Das ist ja schon nicht ohne. Wie er einen wirklich da beleidigt. Wie schaffst du das in dem Moment tatsächlich? Also ist das eine Konzentrationsfrage? Sagst du dir, bleib ruhig? Oder? Nee, ich weiß, was er machen will. Okay. Das ist eigentlich der einzige Trick. Also ich weiß, der schmeißt da eine Wut- und Hassschleife an. Die läuft irgendwie so ganz unsichtbar. Und da versucht er, mich reinzuziehen. Ne? Dein Vater ist ein Genanführer, bla bla. Nimm dich mal mit in den Zoo, siehst du, wo du herkommst und irgendwann reicht es dir und springst da mit rein. Und dann bist du die Energie der anderen Seite. Und wenn du das aber weißt, habe ich einfach irgendwann festgestellt, dann beobachte ich einfach, ich gehe innerlich in die Aktion und lass mir das quasi nicht so überstülpen, sondern ich gehe innerlich in die Aktion und beobachte das ganz aktiv. Und da bin ich in meiner Kraft, weil ich beobachte, ich will das lernen, was sagt er jetzt da? Und in dem Moment auch in der Neugierde und in dem Moment, weiß ich, dass er mich aus dem Gleichgewicht bringen kann und ich beobachte, wie er es versucht. Und das ist ja etwas, womit die andere Seite ja auch gar nicht rechnet. Und dass du dich dann noch auf das Baumumarmen einlässt? Ja. Das hat ihn, glaube ich, dann... Naja, das hat er eigentlich gesagt, weil er wollte mich wahrscheinlich loswerden, ja, weil es ihm auch irgendwann zu viel war. Also der kam auch irgendwann mit seiner Nase an, so ganz nah, und dann hat er gesagt, ich kann auch Menschen umbringen. Ich war beim Militär und habe ich beobachtet und immer habe ich innerlich gesagt, ja, war schon mal ganz schön. Ja, hast du noch was auf Lager? Ich habe das einfach beobachtet.
Erstaunlich. Ja, aber das ist nicht etwas, was du von heute auf morgen kannst, ja. Das ist ein langer Weg. Oder aber, jetzt will ich das ja auch trainieren mit meinem neuen Verein, genau, ja. Vielleicht sagst du was dazu, genau. Genau, der heißt MoLab und ist ein Lab, ja, wo man eben sowas trainiert und übt und guckt, wie weit kommt man damit. Und wir hoffen, dass die Leute, wenn sie da so einen eintägigen Kurs machen und die Übungen, entsprechende Übungen machen, dass ihnen da einfach auch allein von körperlicher Seite bewusst wird, was da abgeht. Ja, das ist auch ganz wichtig. Hat was auch mit innerer Haltung zu tun. Wie komme ich in diese innere Haltung? Wie komme ich dahin, dass ich nicht werte, abwerte? Wie komme ich dahin? Das trainieren wir, das üben wir. Und würde mich freuen, wenn es irgendwann da draußen halt so ein paar Leute gibt aus dem MoLab, die dann in den entsprechenden Situationen wissen, was zu tun ist und das nicht noch anfeuern, was tatsächlich an Gewalt und Disharmonie da draußen ist, sondern diese Wut da eben rausnehmen. Ist das eine Art, ist das dieser Antirassismusverein, von dem du gesprochen hast? Oder ist das? Das ist mein Verein, den habe ich gerade gegründet, aber nächstes Jahr geht es dann erst los. Und dialogbasierte Antidiskriminierungs-, Antirassismusarbeit. Vielleicht noch eine Ergänzung zu den Stammtischkämpfern auch nochmal, ne? Programme genau. Gibt's, ja. Also es gibt ja viele Methoden und es ist toll, ne? Die einen machen das mit dem Stammtisch, wir machen das mit dem Dialog, andere verabreden sich und gehen auf eine Anti-Nazi-Demo und schreien Nazis raus, da bin ich auch manchmal mit dabei, ja, finde ich auch klasse, ja, auch gut, wichtig, ja. Aber zwischendrin gibt's ja diese vielen Begegnungen mit Menschen. Was machen wir in diesen Momenten? Sagen wir, ja, es ist total en vogue zu sagen, Nazis raus. Dann sage ich einfach mal Nazis raus und dann gehe ich einkaufen. Mhm. Kann man machen, da hast du ein Problem weniger, aber wir haben nicht ein Problem weniger. Also ich glaube, die Gesellschaft kann an vielen Stellen mit Rassisten, aber auch mit Frauenfeinden, mit Homophoben, mit vielen unterschiedlichen Menschen tatsächlich da einfach was bewegen. Ja. Ich glaube, es ist immer der Schritt bei vielen, es geht mich was an. Ob es mich nun betrifft, direkt oder nicht. Also da bei Leuten mit Betroffenheit zu erzeugen, dass es, auch wenn ich nicht schwarz bin oder schwarze Freunde habe oder schwule Freunde habe, wo ich irgendwie mich für einsetzen muss, dass es mich trotzdem was angeht. Ja, das wissen die Leute meistens nicht, weil sie denken, ich bin ja nicht schwarz, also was soll mir denn passieren? Ich trage ja kein Kopftuch, mich wird niemand anfeinden. Gibt tausend Gründe, warum man eben sagt, ich muss mich da gar nicht engagieren. Und wenn man sich aber mal das Lied anschaut, die Kugel ist für dich, Muazzamang, dann weiß man, okay, da wollten die White Aryan Rebels, weiße arische Rebellen, sagen, deine Hautfarbe gefällt uns nicht. Und dann sieht man, die Kugel ist für dich, Michel Friedmann. Und dann ging es einfach an jemanden, der ist Jude. Und so ging es halt da immer weiter. Rita Süssmuth auch. Genau, ja, einer war schwul. Und dann, die Kugel ist für dich, Rita Süssmuth. Und da dachte ich, das ist komisch. Da habe ich mich gewundert. Und dann habe ich da so recherchiert. Ich wusste gar nicht, was sie jetzt da so genau macht. Aber in der Zeit hat sie sich enorm für die Rechte der Frauen eingesetzt. Und wenn das auch ein Grund ist, ja, dann ist das nicht Rassismus, was die da machen. Dann ist das einfach ja ein Kampf gegen die Demokratie aushebeln zu wollen. Und da ist dann ja jeder betroffen, weil wenn die Demokratie ausgehebelt wird, ja, dann haben wir alle Nachteile, weil wir nicht mehr so sein können, wie wir sind, nicht mehr die Bücher lesen können, die wir wollen und so weiter und so fort. Ja, gerne. Einen Moment. Ja, mich hätte jetzt noch interessiert, Ihre Gefühlslage bei dem Gespräch mit dem Tom Metzger. Es ist ja erst so, dass er unglaublich schreckliche Dinge sagt und dann kommt die Sache mit dem Baum umarmen, was irgendwie sympathisch ist. Hatten Sie dann Sympathie auch? Also ich habe nichts gegen die Menschen. Ich schaue mir die an. Ja, also ich werte die auch gar nicht. Also ich schaue mir die einfach an. Und ich glaube, das kommt auf der anderen Seite, kommt das an. Also die Menschen fühlen sich erstmal gesehen.
Ist natürlich schon komisch, ne? Also wenn der Rassist denkt, oh, die sieht mich, jetzt kann ich dir mal was erzählen, ja? Und von daher, also, dass ich jetzt extreme Sympathie oder Antipathie empfunden habe, nö, ich bin einfach neugierig und gucke, was kommt da raus, mit welchen Methoden versucht er, vielleicht um seine eigenen Probleme sich herumzuwursteln, ja, was kommt da so raus? Und das ist sehr, sehr spannend. Und meine große Hoffnung ist natürlich auch, dass die Menschen halt in dem Moment das auch merken. Das habe ich oft das Gefühl, dass sie das dann erst merken. Ja. Und so ein Rassist in seiner Bubble, da fragt ja kein anderer, hey Nazi, warum bist du ein Nazi? Das fragt ja keiner. Also die Fragen kommen ja dann von außen und ja, und dann frage ich halt und gucke, was passiert. Ja. Aber ich achte natürlich auch auf mein Bauchgefühl, ja, weil es auch Situationen gibt, zum Beispiel beim Ku Klux Klan, da war es schon sehr, sehr extrem, also sehr, sehr gruselig. Und da war eine Tankstellenfrau, die hatte dann gesagt, ja, du musst die Straße runtergehen. Und dann siehst du dort ein Traktor oder zwei sogar und da sind Rebellenfahnen dran. Da musst du dann reingehen, ja, den Weg rein. Aber die Jungs haben den ganzen Tag Alkohol eingekauft. Alkohol, die haben Waffen. Und so, und da ist man dann natürlich schon vorsichtiger, da habe ich dann schon auf mein Bauchgefühl gehört. Aber ich kann gar nicht sagen, dass ich Leute irgendwie ja frame oder hasse. Es sei denn, das ist schon noch eine Ausnahme auch, wenn ich weiß, dass sie es halt wirklich super mega absichtlich machen. Wie zum Beispiel der eine, den wir am Anfang gesehen haben, der gesagt hat, du musst jetzt hier weg, ich helfe dir Koffer packen. Ich helfe dir Koffer packen und dann bin ich Gentleman. Ne? So, der hat ein 1,0 Abi gemacht. Und da weiß ich natürlich, der macht das so berufsmäßig und will, dass es quasi immer Rassismus gibt und arbeitet nicht an der Lösung, sondern arbeitet daran, das Problem noch zu verschärfen, damit er einfach ganz viele Leute hinter sich scharen kann. Und ja, bin ich schon manchmal auch ein bisschen. Ja. Ja, da bin ich dann schon auch, das sieht man jetzt auch in dem neuen Film, da habe ich dann von den Identitären Martin Sellner gesprochen und dann sieht man schon auch, an manchen Stellen bin ich dann schon auch ein bisschen schnippisch, ja, oder ich habe mit einem Rassisten gesprochen, der hat seinen eigenen Reichsgarten und dann war ich halt in diesem Reichsgarten. Der hat mich geärgert, ja. Also da habe ich mich wirklich geärgert. Aber wenn ich jetzt mit jemandem zusammen sitze oder spreche, wo ich genau sehe, diese Person hat einfach Probleme und das ist jetzt die Form, sich um die Probleme drumherum zu wursteln, da kann ich jetzt nicht wirklich böse sein. Dafür ich bin ja keine 18 mehr. Ja. Ja? Es kommt eine Frage aus dem. Ach so, ich dachte, es käme eine Frage. Gut. Gut, dann frage ich immer noch. Entschuldigung. Ja, genau. Es gibt ja auch Fragen aus dem Netz und die werden hinten gelesen. Und jetzt gebe ich mal das Mikro an Carmen. Hier hat eine Frau geschrieben, ich habe Rassisten in meiner Familie. Reden ist sinnlos. Die Mauer der Borniertheit ist unüberwindbar. Teilweise hat man auch das Gefühl, mit einem Kind zu reden. Nein, ich höre dir nicht zu. Ja, wenn jemand sagt, ich höre denen nicht zu, dann ist das absolut legitim. Dann kann die Person das nicht. Also einfach emotional nicht, weil es einfach zu sehr weh tut. Und auch da muss man natürlich sagen, ja, dann ist das so und dann schützt dich verdammt nochmal. Ist richtig, dass du dann auch blockst und sagst, das hier ist meine Grenze. Das finde ich halt auch super wichtig. Also man kann jetzt nicht sagen, so Leute, zieht los hier, wir umarmen alle Menschen und dann ist es besser. Also man muss auch gucken, wo stehe ich gerade? Und vielleicht brauche ich erstmal eine ganze Menge Empowerment im Laufe meines Lebens, um dann tatsächlich mal diesen Schritt zu gehen. Aber
ich denke, es gibt doch ganz viele Leute, die stehen mitten im Leben, die sind so cool, tolle Demokraten, Demokratinnen, die sind auch manchmal teilweise schon älter, ja. Die könnten das, aber tun es nicht. Aber von dieser Frau das jetzt zu verlangen, das würde ich nie machen. Ich habe ja auch beispielsweise im Film die Esther Bejarano, wir waren ja heute beim Esther Bejarano Filmpreis, den du wunderbar moderiert hast, wo es auch tolle Einreichungen gab, tolle Filme zum Thema. Und Esther Bejarano ist ja auch in dem Film, die Aria. Und sie sagt, nee, mit denen kann ich nicht reden. Aber aus ihrer persönlichen Geschichte heraus, jeder hat ja eine andere Biografie. Ihre Biografie sagt, dass ihre Eltern erschossen wurden von den Nationalsozialisten und auf Leichenberge draufgeschmissen wurden. Sorry, also sie hat wirklich 1000 Gründe zu sagen, nee, das mache ich nicht. Und darum geht's auch gar nicht zu sagen, jetzt muss das jeder machen. Ich denke nur halt, diesen Dialog, den gibt's halt gar nicht. Den gibt's halt einfach gar nicht. Und das ist schon komisch. Hm. Stimmt. Das ist komisch. Ja. Du sagst, also es gibt doch Personen, wo auch dir so ein bisschen die Hutschnur hochgeht oder wo du da nicht ja. ganz so entspannt ehrlich bleiben kannst. Du sagst jetzt von dem einen mit dem 1-0er Abi, du hast das Gefühl, die das da mit Absicht machen. Da sind wir wieder bei der AfD, bei oder auch dem Thema Burschenschaften. Das sind dann die Leute, die in andere Positionen gehen und dort die Ideologie weiter verbreiten. Da geht es ja auch viel um Schüren von Angst bei den anderen. Eben siehst du da eine Gefahr? Nimmt das mehr zu? Ist das etwas, was immer da war? Nur jetzt mal auffällt durch die Medien oder ich weiß nicht. Ja, das ist eine extreme Gefahr, weil ich glaube, viele Leute sind noch so in diesen Bildern von Springerstiefel-Nazis und das hat man so im Hinterkopf und dann denkt man, ja, mit denen kann man jetzt nicht reden. Aber jetzt sieht man eben welche, die sich da tatsächlich total vernetzen. Ja, und wir haben ja die Technik, die das alles hergibt, da muss ja keiner mehr die Tagesschau schauen. Von den Rassisten müssen die gar nicht. Die haben ja ihre eigenen Plattformen, wo sie eben vermeintliche Nachrichten hören. Und das tun sie da auch. Genauso wie sogenannte Querdenker, ja, was immer das ist, ja. Das tun sie auch. Und zwar so extrem, dass man manchmal denkt so, die sind wirklich in einer anderen Welt. Und das sind sie auch. Sie sind in einer anderen Welt, weil sie einfach permanent diese Dinge erleben. Und zwar von morgens bis abends, wie jeder von uns. Ja, jeder von uns, der einfach schon mit seinem Handy irgendwie aufwacht. Habe ich irgendwie eine WhatsApp? Ja. Was geht hier auf meinem Twitter-Account? Gucke ich dann anstatt die Nachrichten, gucke ich mal, was meine Freundin XY so geteilt hat und so. Und das machen Rassisten, Homophobe. All diese Isms, ja, diese Menschen machen das auch und da können die gar nicht rauskommen. Das heißt, die werden da drin auch ja festgehalten. Ja, und dann wissen sie halt nur das, was ihnen da halt so um die Ohren geschlagen wird. Und das ist natürlich mega, mega, mega gefährlich. Und wenn wir jetzt noch sagen, Nazis raus, so, das war's dann einfach. Und deshalb wird diese Gruppe auch immer größer und immer größer und immer größer. Ja, Gott, das klingt ja irgendwie was fast wie unlösbar, aber ist es natürlich nicht. Nö. Eine Lösung ist natürlich, mit Schülern mehr zu sprechen. Ja, früh anfangen. Früh, ja. Du gehst auch in Schulen. Ich gehe auch in Schulen, Unis. Macht dir das Hoffnung oder eher Angst, was du hörst, was du erlebst? Nein, die sind super offen. Also das sind ganz liebe Menschen, die haben aber auch keine Lösung. Die wissen halt auch nur, mit Nazis spricht man nicht und ja, dann stehen sie halt auch so ein bisschen ratlos da, weil es einfach keine Lösung ist des gesamten Problems. Ja, und das heißt nicht, mit Hardcore-Nazis muss man sprechen, sondern mit denen, die einfach mal die blöden Sprüche ablassen. Auf dem Schulhof, ja, in der Klasse, irgendwie gemeine Sprüche über Geflüchtete. Da wissen die gar nicht, wie sie damit umgehen können. Und dann wird auch diese Person dann irgendwann von der Gruppe halt isoliert. Und dann ist diese Gruppe, dann ist diese Person da alleine mit diesen Gedanken, trifft auf sogenannte Kümmerer. Und da, ja, landen sie dann drin. Und da bleiben sie aber auch. Und
das wird überhaupt nicht besser. Ja, also ich habe immer irgendwann mir ein schönes Bild ausgedacht für dieses System, was da passiert, wie sie quasi in eine wie sie quasi diesen Hass auch verbreiten. Dann habe ich mir mal vorgestellt, ein Kind, ja, eines Rassisten und einer Rassistin schreit nachts: Mami, da ist ein Monster unter meinem Bett, ja. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt dahin gehen würde, würde ich das Kind in den Arm nehmen, ja. Also, weil ich versuche ja dann das Problem zu lösen. Der Rassist oder die Rassistin, was würden die machen? Ich denke immer an dieses Bild, die würden sagen, nein, da sitzen drei. Ja, also die machen es einfach immer noch schlimmer. Ja, also vielleicht gehen sie mit ihren eigenen Kindern jetzt gar nicht so um, aber als Bild, ja, die machen die Sache schlimmer. Also anstatt zu sagen, es kommen Geflüchtete zu uns, die wir am besten aufnehmen und mit ihnen wirklich versuchen, das Leben neu zu gestalten, damit sie hier in dieser Gesellschaft einfach ganz, ganz toll ankommen und ihr Bestes geben und das alles. Und stattdessen machen sie halt genau das Gegenteil und machen irgendwie alles kaputt und sagen, ja, die wollen uns alles wegnehmen und so. Ja, genau. Aber da habe ich auch mit einem Wissenschaftler gesprochen, der auch gesagt hat, so, nee, also das ist gar nicht so. Wenn die Menschen hierher kommen, dann sagen die Rassisten, die essen was vom Kuchen. Ne? Das ist unser Kuchen hier, Deutschland. Ja, das ist unser Kuchen und die Geflüchteten kommen und essen den Kuchen. Das sagen die Rassisten. Ja. Und dieser Wissenschaftler hat eben rausgefunden, also anhand von Zahlen, was Menschen tatsächlich in dieser Gesellschaft leisten, die jetzt, weiß nicht, Geflüchtete sind, Migranten erster, zweiter, dritter Generation, die sich einbringen, die backen selber einen Kuchen. Ja, klar. Die backen selber einen Kuchen und zwar so, dass die anderen auch davon essen können. Ja, also, na klar, braucht man am Anfang erstmal Unterstützung, aber das ist eine Unterstützung, die muss man halt erstmal geben. Ne? Aber wenn man dann schaut, also welche Stadt ist denn schwächer geworden, nur weil da einfach mehr Leute reingekommen sind? Ne? Ist das die schwache Stadt New York, weil da immer mehr rübergemacht haben, ja, aus Deutschland mit Background kein Geld, ja, oder religiös verfolgt, am Arsch waren die, ja, und dann sind die da rübergekommen, haben rübergemacht, kamen da an, ja, da hat sich natürlich was aufgebaut und die Stadt ist ja nicht da ganz unten. Weil das ist ja das, was die Rassisten behaupten. Und auch andere Städte, die auch jetzt wachsen, wären ja, bis auf Berlin, ja, wären ja eigentlich immer stärker. Wo es schwächer ist, dort, wo Menschen quasi mit ihren Scheuklappen einfach sagen, nee, wir lassen hier jetzt niemanden rein. Wir bleiben jetzt hier unter uns. So wird's immer bleiben. Und die werden tatsächlich immer schwächer. Die anderen, die das zulassen, die aber dieses Miteinander leben, die einfach auch die Herzlichkeit leben, die, da werden wir einfach merken, dass wir dann, oder wir wissen's, dass wir einfach stärker werden. Das ist die Zukunft. Ja, und gerade jetzt hier keine Fachkräfte, wie soll das gehen? Ja, das ist auch ein Teil meines Films, den ich ja jetzt gemacht habe mit den Rassisten. Da bin ich auch bei Professor Fratscher gewesen. Und Professor Fratscher hat das dann eben auch, also vom Deutschen Institut für Wirtschaft, der hat mir dann halt auch ein paar Informationen gegeben. Und da merkst du schon, okay, ja, wir brauchen die anderen. Ja, und sie brauchen uns, wir brauchen sie. Am 14.11. Am 14.11., genau. Bei Dreisat. Nee, Quatsch, doch, ja, bei Dreisat. Ja, logisch. Kommen noch Fragen von euch, von Ihnen? Genau, ich hätte die Frage, Sie haben am Anfang gesprochen von der Wohngemeinschaft Deutschland und das fand ich ein sehr schönes Bild. Und meine Frage, es ist ja immer ein bisschen schwierig, sozusagen so ein Fazit zu ziehen oder es geht ja immer stark auch ins Bewerten rein. Aber Sie haben
ja da einiges gearbeitet, einige Filme gemacht. Würden Sie denn sagen, das kann gelingen? Oder haben Sie da auch das Gefühl, dass Sie da sozusagen irgendwo Erfolge erzielt haben, in dem Sinne, dass Sie auch wirklich in den Dialog treten konnten und eben auch nicht nur, sage ich mal, abgeblockt wurden, sondern dass auch irgendwo so ein gegenseitiges Verständnis oder dass man zumindest sagt, okay, wir können zusammen in dieser Wohngemeinschaft leben. Ich teile vielleicht nicht die Ansicht, aber wir können irgendwo doch zusammen hier so leben. Also könnten Sie da so ein Zwischenfazit sozusagen ziehen? Also was auch wichtig ist, dass das Ziel des Dialogs nicht ist, dass der andere genauso ist wie ich. Ne? Also das Ziel ist, dass es nicht dieses Extreme gibt, da wo es wirklich wehtut, wo es anderen Menschen wehtut. Aber jeder kann natürlich eine andere Meinung haben. Also wir leben in einer Demokratie. Nur anderen Menschen weh zu tun, physisch, auch über Worte oder über Strukturen, ja, das ist ja auch nochmal so ein dickes Ding, das sollte es auf jeden Fall nicht geben. Und bei dem Aria-Film habe ich ja tatsächlich am Ende auch noch einen jungen Menschen kennengelernt, der heißt Chris. Und ja, der, das war der Einzige, wo ich tatsächlich ein Gespräch vorher auch hatte. Ja, der sagte so, hey, ich habe gehört und bla 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 über 1000 Ecken, Exit und sonst wie, komm erst mal nach Dresden und wir sprechen erst mal. Und dann bin ich halt da hingefahren und wir haben zusammen Pizza gegessen und haben halt mal angedockt, ja. Und mit dem habe ich dann ein Gespräch geführt. Im Film sind zwei drin und dazwischen lag etwa ein halbes Jahr. Und in diesem halben Jahr haben wir ganz viel miteinander gesprochen. Und beim ersten Gespräch hat er mehr oder weniger seine Thesen da einfach so rausgehauen, ja, also wirklich wie aus der Pistole, wenn man sich das anschaut, ja. Und beim zweiten Gespräch hatte ich das Gefühl, dass ich einen Menschen vor mir habe, der hat plötzlich eine eigene Meinung. Die andere war so aufgepfropft, da hat derjenige dann einfach nur das erzählt, was man ihm gesagt hat, ja. Diese ganzen Sprüche halt, ne, ein Spruch nach dem anderen. Und der zweite Chris hat nachgedacht, wenn ich eine Frage gestellt hat, hat überlegt, hat rumgeguckt, hat sich Zeit gelassen. Es war komplett ein anderer Mensch. Und dieser Chris ist eben nach diesem Gespräch mit mir und aber auch noch mit einem Mädchen, was er auf der Straße getroffen hat, ist tatsächlich ausgestiegen. Genau. Und wir sind im November, Ende November sind wir zum Angeln verabredet. Ja, und das ist natürlich etwas, was mich sehr glücklich macht und wo es auch hingehen sollte. Also gar nicht mal zu denken, ich will jetzt die Welt umkrempeln, revolutionieren und ich spreche mit einem und dann ist der ganze Hass und alles weg. Das wird nicht passieren, ganz klar. Aber ich kann kleine Schritte gehen, immer mal wieder. Und wenn ich keine Lust habe, dann lasse ich es halt einfach. Und wenn ich keine Kraft habe, dann lasse ich es auch. Und ich muss es auch überhaupt nicht machen. Aber wenn ich die Chance habe, dann könnte ich was sagen. Oder vielleicht erstmal so, wie ich das mache, zuhören. Man kann aber auch natürlich erstmal die Fakten auf den Tisch werfen. Ne? Das geht auch. Und dann weiß ich nicht, wie das Gespräch dann weitergeht. Wird wahrscheinlich dann irgendwann zu Ende sein. Ne? Aber man kann sich das auch aufheben für später. Und erstmal andocken. Und die starken Menschen, zum Beispiel die jetzt hier sitzen, ja, die können das alle. Alle. Ist nur eine Frage, ob man das will, ne? Ja, und der Chris ist also wirklich toller Typ. Ja, was soll ich sagen? Das sind 100%, die ich da erreicht habe, ne? One on one, er und ich. Wir erzählen uns unsere Geschichte, wie mit Atze, ja. Und dann haben wir beide, also ich ja auch, ich habe ja auch profitiert, ich habe ja quasi auch dadurch noch eine andere Facette gesehen, weil er erzählte auch von Depressionen, die er hatte. Ja, denkt man auch nicht so, aber klar, immer in dieser Negativität zu sein, ne, die anderen sind schuld, alles ist negativ, die nehmen uns was weg, ist ja komplett in der Negativität und ja, und davon hat er tatsächlich Depressionen bekommen, Essstörungen hat er bekommen. Und dann gab es dieses
erste Erlebnis von ihm, als ein 15-jähriges Mädchen auf der Straße gesagt hat, warum bist du eigentlich Nazi, was hast du denn eigentlich davon? So, ne? Nicht irgendwie, scheiß Nazi, flieg doch zum Mond oder so, sondern warum bist du eigentlich ein Nazi, was hast du eigentlich davon? Das ist etwas, was man dann nämlich nicht so abwischen kann. Wenn dich jemand anflaumt, kannst du ja sagen, boah, der hat mich angeflaumt, was denn das für eine Kanaille? Wenn aber jemand empathisch ist, das kannst du nicht so wegwischen. Und das klebte an ihm, es klebte an ihm, hat ihn irgendwie gar nicht mehr losgelassen und er wusste auch gar nicht, wie er damit umgeht. Also das war für ihn echt eine Katastrophe, weil er ja gar nichts anderes kannte. Er war also wirklich schon seit seinem 9. Lebensjahr in dieser Nazi-Szene und über so einen netten Nachbarn, so einen alten Nazi, ja. Aber das klebte an ihm. Und so, denke ich, sind es eben diese kleinen Begegnungen, die dann letztendlich den Unterschied machen. Ja. Viele kleine Begegnungen. Wir arbeiten dran. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir von der MoLab noch mal was hören. Irgend vielleicht bei einer anderen Veranstaltung mal so ein Update, wie das läuft. Vielleicht ist es tatsächlich, guck die Frau Danudis an. Ich kenne auch eine Kollegin, die viel zu diese Stammtischkämpfer-Seminare machen. Vielleicht wäre das mal noch ein anderes Portfolio, was tatsächlich... Ja, also wir machen auch einfach Stärkung des Körpers, allein wie du da stehst, ja. Weil wenn jetzt ein Kind sowas erlebt, dass es gemobbt wird in der Schule, dann fällt es irgendwie in sich zusammen. Und dann hat der Frank Labitzke, mit dem ich das mache, der ist Verhaltenstrainer und Coach, der hat dann zum Beispiel so eine ganz simple Übung, die machen wir dann mit den Kindern. Soll ich die mal vormachen? Der sagt immer, der Körper weiß mehr als dein Kopf. Ja? Und wenn du jetzt da vor jemanden stehst, der dich mobbt, der dich ausgrenzt, ne, ist es wichtig, dass du schon mal eine richtige Haltung hast, weil der Körper das eher registriert als alles andere. Ja? Zum Beispiel, dann sagt er, beugt euch mal nach vorne. So, jetzt bin ich in der vorgebeugten Haltung und jetzt sag mal, ich bin so stark, mir wird heute alles gelingen. So. Und was denkt der Körper jetzt? Der sagt Bullshit, ja? Ist Bullshit, ja? Deshalb also, wenn du jetzt einfach so stehst, du könntest sagen, heute wird mir nichts gelingen, es ist einfach ein total mieser Tag. Dein Körper wird dir das nicht glauben und der wird dir die Kraft schicken, ja? Zu sagen eben, hey, du bist stark, ja? Steh da, hör zu, sei du selbst. Und das sind so Sachen, da freue ich mich einfach wahnsinnig drauf, die Schüler und Schülerinnen einfach darin zu stärken, mit diesen Übungen, die einfach nochmal anders mit dem Bewusstsein, mit dem Körper umgehen und wo wir tatsächlich einfach auch eine Kraft auch trainieren können. Also da das in Verbindung dann mit dem Dialog, das wird sehr schön. Das glaube ich. Ich bin gespannt drauf. Ja, wir sind noch am Ende unserer Zeit angekommen und das Schlusswort hat, wie immer, der Burkhard. Und ich sage dir schon mal vielen Dank. Und unglaublich, anderthalb Stunden? Es geht so schnell immer. Wow. Ja, ich habe natürlich auch einen Dank abzugeben und zu richten an Mo Asumang, die uns wirklich tief hat einblicken lassen. Und ich fand das sehr spannend, dir jetzt auch zuzuhören, obwohl ich vieles von dem, was du gemacht hast, im Grunde ja auch wahrgenommen habe und gesehen habe, waren doch heute gerade auch in deinen Ausführungen noch viele Sachen drin, die mir nicht bekannt waren. So, und ich habe mich weiterentwickelt. Ja, super. Und die tolle Einblicke gegeben haben und wenn man sie beherzigt, einem auch ein Stück weit im Verständnis der Dinge weiterhelfen. Also dir dafür herzlichen Dank und den Dank richte ich natürlich auch an Dörte Grabert, die wirklich sehr gut zugehört hat und auch Fragen entwickelt hat, die uns dann auch weitergeführt haben. Und das Gleiche sage ich auch in Richtung Publikum. Auch Sie haben sich, denke ich, beteiligt und unserer Veranstaltung sehr, sehr
gut getan und ich würde mich freuen, wenn Sie auch zu nächsten Ausgaben der Demokratie in Gefahr kommen würden. Ich bin mir sehr sicher, dass wir fürs nächste Jahr auch da etwas vorhaben mit der Stiftung Demokratie und der Arbeitskammer und dem Kulturforum zusammen. Und ich wünsche uns jetzt bei dem kleinen Umtrunk noch weitere gute Gespräche und Ihnen anschließend auch einen guten Heimweg. Vielen Dank fürs Kommen.